Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 231 und wir stehen vor den ersten beiden Mods. Heute haben wir schön zwei platzierbare Geschichten und zwei Sachen stehen noch beim Parkplatz vom Shop von New Holland, zwei klassische Geräte. Wir fangen mal an mit diesem Unterstand. Ja, Texturen vom Beton etwas grob, die anderen Seitenlattengeschichten sind soweit okay. Wirkt halt sehr grob das Ganze von den Texturen her. Von der Bauweise her, hier mit den Trägern und sowas, sieht das alles sehr gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier ein Licht angeht oder sowas. Haben wir irgendwo einen Schalter. Sieht nicht so unbedingt danach aus. Also sonst von der Idee her, wie die ganzen Verstrebungen und die ganzen Balken, Stützen und sowas gemacht sind, finde ich es okay. Von den Texturen an sich her, ist jetzt nicht, dass bei mir das nichts nachgeladen hat oder so, sondern die sind halt ja mehr der groberen Natur, sag ich einfach mal so. Ne? Sieht aber so im Groben und Ganzen sonst von der Idee und von der Bauweise her gut aus. Da ne? Muss man selber ja wissen, wie dicht er die Nase draufstülpt, sag ich mal so. Wenn man so im Gesamtbild sieht, ist es eigentlich ganz okay. Ne? Ja, das wäre Nummer 1. Wir haben noch eine zweite Sache stehen. Da gehen wir dann in den Bereich der Tiere. Und da seht ihr schon, da sind wir bei einem Schweinestall. Genau, wir können hier ganz normal reingehen. Das hier ist so die Einladevariante oder die Abgabe. Ne? Da geht das Türchen, stellt man dann zur Seite und dann können hier die Tiere rein. Ihr seht selber, 270 gehen hier rein. Ja, wir haben hier neben gleich passende Abgabestellen, wo wir es abgeben müssen. Der Zaun passt, hier ist eine kleine Bodenwelle drin. Der passt sich an. Da seht ihr selber, hier können die schön draußen im Schlamm rumwühlen. Und dort sind halt die Öffnungen, wo die Tiere dann nach draußen können. Ne? Dann haben wir hier dementsprechend noch eine Abgabestelle hier draußen. Sind schön ein bisschen Deko-Sachen und sowas untergebracht. Noch alte Trennwände und sowas zum Einsetzen. Ne? Hier die Seite ist geschlossen. Sieht alles schön eine Runde verwittert aus. Das sieht auch von den Texturen her gut aus. Auch das Holz da oben sieht soweit alles sehr gut aus. Hier hat man so einen Gitterpart davor. Also das ist halt im Prinzip die Sache offen ist und doch belüftet. Ne, auch die Pfeiler hier und sowas, die hier gesetzt sind für die Zäune und die Drahtgeschichten hier. Das sieht alles soweit gut aus. Wir gehen mal noch in eine Runde und gehen mal eine Runde rein. Gucken mal, wie das Ganze von innen aufgebaut ist. Ne, nur autorisiertes Personal. Ja, so sieht's aus. Ja, modern. Ne? Wir haben hier, wie ihr seht, kann man irgendwie, ja, Hallenbeleuchtung. Sehr schön. Die machen wir an, können wir Hilfe auch gleich wieder ausschalten. Ja, hier würden die Tiere halt ankommen. Hier würde man die Tiere wahrscheinlich einmal sauber machen, desinfizieren, was auch immer. Das hier macht die Gitter an den Seiten weg, wie ihr seht, dass die Luft komplett durchkommt. So wird das Ganze hier runtergelassen. Auch eine schöne Idee, finde ich, sehr gut gemacht. Ich weiß es nicht, ob wir hier auch noch sowas auf der Seite haben. Na, muss mal gucken, vielleicht drüben weiter. Wir müssen jetzt wieder rauskommen. So. Okay, dann haben wir hier die einzelnen Buchten. Na, da können wir jede Bucht die Wärmelampe anschalten, je nachdem, was für Temperaturen denn herrschen. Also was heißt bei der vorderen? Das wird wahrscheinlich der Bereich sein, wo man die kleinen Ferkel dann dementsprechend hält. Die hinteren Boxen sind so nicht. Und das geht hier bis ans Ende durch. Das heißt, das System drüben wird wahrscheinlich immer zu bleiben. Habe ich jetzt so keinen Öffner für gesehen. Ich weiß nicht, ob es von draußen irgendwie einen Öffner gibt. Da könnten wir es nochmal gucken. Aber das hier, oder das hier ist noch ein. Jetzt ist es für der war. Also das hier war da aufmachen. Der hier, ich muss zugestehen, ich bin der französischen Variante nicht so mächtig. Ich sehe auch nicht, dass irgendwas anderes sonst passiert ist oder so. Also wenn jemand rausgekriegt hat, wofür das ist, schreibt es liebend gerne in den Kommentarbereich rein. Ich selber habe es so nicht gefunden. Oder nicht gesehen, muss ich zugestehen. Aber sonst auch, wie gesagt, von den Texturen her sehr schön gemacht. 270 Stück passen natürlich da echt nicht rein. Das ist mehr so die
Beispielgröße, sag ich mal so, was ihr hier an Stall seht, dann müssten wir einige Boxen mehr haben. Aber sonst an sich finde ich das mit dem Auslaufbereich und sowas schon ganz nett gemacht. So, gut, dann würde ich sagen, wir hüpfen mal und kommen Richtung Shop. Hier steige ich mal eine Runde aus und da sehen wir auch schon haufenweise Sachen von New Holland. Genau, das sind nämlich zwei Sachen im Set, sage ich mal so. Also das ist Mod Nummer 1, das ist der Drescher. Mod Nummer 2, das ist das gute Stück hier, wo wir halt auch Feldhäckseln und sowas in der Rechnung können aufnehmen und sowas. Damit fangen wir einfach mal an. Das ist nämlich der S2200, den gab es in einigen Formen schon. Hier haben wir die etwas abgenutzte ältere Version. Passt dementsprechend auch zum Alter. Texturen, wenn man so rangeht, werden dann ein bisschen grob, aber sonst an sich sieht es gut aus. Ne? Also die New Holland Beschilderung und sowas, die ist alles sauber und klar. Man muss halt ein bisschen wegen der Verschmutzungsgeschichte, das ist immer schwierig darzustellen. Ne? So simpel muss man es halt einfach sehen. Man hat hier die Warndreiecke und sowas dran. Man hat hier noch die Möglichkeit, schönen eigenen Hänger zu ziehen, wo man das Ganze gleich rein befördert. Das macht das natürlich auch sehr praktisch. Wir können hier einfach mal anfangen. Das hier sind die normalen Steuerungssachen, die kann ich also wieder ausmachen. Wenn wir Licht anmachen, haben wir vorne nochmal ein Arbeitslicht. Wir haben nach hinten Arbeitslicht und nach vorne eine zweite Lichtstufe. Ne, vorne sind sogar drei Lichtstufen. Okay. Ne, dann dementsprechend blinken tun wir. Schön Auslieger blinken auf der Seite, schön auf den Plattformen. Da sieht man auch auf der anderen Seite, das funktioniert. Ich mache den Motor jetzt mal kurz an, dann seht ihr auch das Rohr dementsprechend. Das versucht sich auszurichten, das passt dann auch alles. Rundumleuchte hatte ich noch nicht gezeigt, die funktioniert auch. Also ist halt alles okay. Wir gehen mal in den Innenbereich, der ist spartanisch schön gemacht, muss ich sagen. Ne? Damals waren ja auch noch nicht 5 Millionen Sachen da drin. Hier sieht man die ganzen Knöpfe und was da so zugekommen. Wenn ich den Motor anmache, was ich jetzt gemacht habe, dann passiert so nicht sonderlich viel. Und leider haben wir hier auch keine Hintergrundbeleuchtung, obwohl sich die dafür angeboten hätten. Aber hier ging es ja teilweise auch wohl dann eher um die Funktionalität des Ganzen dann. Sprich, vom eigentlichen Arbeiten her. Ja, wie gesagt, wir haben die verschiedenen Aufnahmegeschichten dabei. Ich würde sagen, wir machen da einfach mal die Shop-Tour. Den dürften wir unter Feldhäcksler haben. Da haben wir es. 30.000 liegt da nur drunter. 220 PS. Ne, wir hätten hier noch die Felgenfarbe ändern können und noch ein bisschen mit den Reifengrößen spielen können, weil da hätten wir auch dicke Reifen draufsetzen können, also Breitreifen setzen können, die nur die Felgenfarbe hat Geld gekostet und die Breitreifen kostet nochmal 2.000 extra. Aber wäre immer noch sehr günstig für so ein Gerät. So, dann Feldhäcksler Schneidwerksgeschichten. Da finden wir natürlich dann den freundlichen Rest, da seht ihr es, ne? Einmal den Sickle-Head, einmal den Aufnehmerkopf und einmal den Kornkopf, ne? Das ist halt so die Geschichte, wofür es dann da ist, ne? Also hier auch so weiter nichts dran zu machen. Das heißt, sie sind auch einfach schön auf alt getrimmt auf. Das kann ich euch mal besser draußen zeigen. Von den Preisen her 5, 5 und 8.000 ist alles auch eindeutig im Rahmen und man kriegt halt eine sehr günstige Variante, um damit zu arbeiten. Ne? Wenn ihr euch hier die Texturen anguckt, das ist auch alles auf alt gemacht. Deswegen wirkt das Verschmutzte, das Verrostete sieht noch einen Tick besser aus. Das Verschmutzte wirkt ein bisschen grob, ne? Aber sonst in dem Sinne sieht das sehr funktionell aus. Die anderen Sachen sind alle soweit okay. Ja, das wäre die Variante. Haben wir eine Funktion an sich? Ja, das schauen wir uns einfach mal an. Ich mache mal den Motor an. Ne, Bremsleuchten sind da, Rückfahrleuchten haben wir keine. So. Rohr aus. Und dann seht ihr die Grundfunktion an sich, ne? Die Animation, alles ist da und alles funktioniert soweit. Mach das gute Stück mal wieder aus, fahren das Rohr mal wieder rein. Ja, ich würde sagen, soweit ganz gelungen. Mit dem Verschmutzungsgrad immer ein bisschen schwierig darzustellen, sehe ich ein, aber an sich funktionstechnisch ist er dementsprechend soweit okay. So, ja, dann haben wir hier den Drescher, nämlich den TX64, den gibt es in Normal und in Plus. Den TX32, den kennen wir ja schon so als Einstiegsgerät aus einigen LS. Und wir haben hier dementsprechend zusätzlich noch schön den Schneidwerkswagen.
und auch das passende Schneidwerk dabei, was ihr hier seht. Das ist ein bisschen breiter, weil halt nicht das ganz kleine Einstiegsgerät ist. Der 32 hat ja ein einfaches Schneidwerk, da gibt es gar, glaube ich, nicht mal einen Wagen zu, weil er halt dann auf die Straße immer noch sauber drauf passt, so ungefähr. Hier haben wir schon ein bisschen mehr Arbeitsbreite und deswegen ja, ein Schneidwerksagen dabei. Wir gucken hier einfach mal zuerst im Shop. Fangen wir mit den Schneidwerken an, weil ich in der Rubrik hier gerade bin. Da seht ihr es, ne? TX64 Header, also Kopf, kostet 9.400. Der hat 6 Meter und 10 Arbeitsbreite und 11 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Was okay ist, weil die anderen haben alle nur 10. Also hier haben wir dementsprechend gegenüber andere 6 Meter Geräte schon mal den ersten kleinen Vorteil. Wir haben jetzt hier aber auch weiter nichts dran zu drehen. Also das gibt es einfach so als Schneidwerks in Gelb und das ist es dann. Bei den Schneidwerkswagen wird es nicht viel anders sein. Da gehen wir ganz ans Ende. Da seht ihr selber, der kostet 4.000. Das sieht auch einfach nur so aus. Da seht ihr Reifensatzgeschichten noch, die drauf sind. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 9.400. Also das ist vom Preis noch okay. Und hier gehen wir zu den Dreschern, ganz ans Ende. Da seht ihr, 50.000 kostet das gute Stück. Das ist halt die moderne Version. Da seht ihr selber, 9.300 Liter, 374 PS. Er ist natürlich dann ein bisschen kleiner und hat auch 9.000 Liter. Also das ist sozusagen das Urgetüm davon, sag ich mal einfach so. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Drescher für sehr kleinen Preis. Wir haben hier die Motorausführung, die TX64 und die TX64 Plus. Das heißt, wir haben hier noch verschiedenste Varianten. Dann seht ihr die Special, da hat das New Holland Schild noch etwas anderes. Also 212 PS bei der normalen Variante. Die Plus hat 246 und dann gibt es noch die Special Edition mit dem New Holland Schild an der Seite. Und auch hier gibt es Reifen in Zwillingsbereifung. Also einmal Single mit weißen Felgen, Single mit gelben Felgen und die Zwillingsbereifung nur mit gelben Felgen. Das ist schon der ganze Trick. Also wie gesagt, ein sehr schöner Drescher. Von der Größenordnung her, vom Preis her natürlich ein Traum. Wir hüpfen mal eine Runde rein. Ich mache hier mal einen Lichttest. Da seht ihr nach hinten, nach vorne. Hier ist ordentlich Arbeitslicht auch da. Das sieht schon mal gut aus. Ich mache den Motor dafür mal kurz an, damit ich das Rohr ausfahren kann. Dachte ich. Erstmal aufklappen. So. Speziell habe ich ihn jetzt aufgeklappt. Jetzt klappt er auch. Dauert einen Moment. Das war alles super. Aha, immer noch nicht aufgeklappt ganz. Animation dauert ein Sekündchen. Und dann kann ich das Rohr auch ausfahren. Das habe ich jetzt gedrückt. Ich schätze mal, das wird auch einen Moment dauern anscheinend. Bis jetzt habe ich jetzt gerade keine Reaktion dabei. Ja, anschalten kann ich nicht, weil kein Schneidwerk vorhanden. Vielleicht will er auch deswegen das Rohr nicht ausfahren oder so. Ich habe jetzt das Schneidwerk mal rangeschmissen. So. Ich kann ihn auch anmachen. So, das funktioniert alles. Und jetzt geht auch das Rohr raus. Also, man muss das Ganze schon in Betrieb haben, damit das dann vollständig funktioniert. Ich mache erstmal das Licht wieder aus. Da seht ihr, das Rohr auch schön hoch. Das heißt, da könnt ihr auch größere Sachen runterfahren. Also, was jetzt zum Abtransport angeht. So, Rückfahrlicht hat er keine. Bremslichter 4 Stück. Das funktioniert auch wunderbar. So, ich schreibe das Rohr mal wieder ein. Das macht soweit alles einen sehr guten Eindruck. Gucken wir uns das Ganze jetzt natürlich auch noch von innen an. Wenn ich hier Licht anmache, dann passiert hier drin nicht viel. Die Einsatzgeschichten hier sind relativ spartanisch, aber so war es ja damals halt auch einfach. So muss man es halt sehen. Ich mache die Hilfe nochmal aus. Aber wie gesagt, so sieht es aus. Hier ein bisschen vom Sitzen her und sowas auf klassisch gehalten, sage ich jetzt einfach mal so. Auch das, wie gesagt, ein sehr schönes Gerät, kann ich ja sagen. So, ja, ich würde sagen, ich rück die beiden mal so ein bisschen seitwärts hier. Da seht ihr die auch schon und ihr ahnt, was jetzt kommt. Genau, wir sind am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.